Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Ich bin aus dem Urlaub wieder zurück. Ja, hat noch viel, viel Pech im Urlaub. Richtig. Ich habe 3 Tage im Bett gelegen. Unser Kleiner war krank, der hat fast 40 Fieber gehabt. War eine scheiß Woche. Ich wollte so einige Händler besuchen. Bis zu einem habe ich es geschafft und dann wieder langsam nach Hause. War nicht so dolle. Ja, gut. Gibt es da noch was? Das ist mal in eigener Sache. Wenn andere Firmen Videos hochladen, die sollen das sein lassen mit den Seitenhieben. Ihr wisst alle, wen ich meine, den Kollege Karex, ja? Was soll das eigentlich? Da muss ich mir ganz einfach mal sagen, was soll das? Ne? Ja, von mir gibt es hier ein Voltmeter, was weiß ich. Bei anderen gibt es ein Teddybärchen oder die stellen was im Kühlschrank. Ist doch unsere Sache, ob wir was im Kühlschrank stellen. Warum? Ich mache das doch auch nicht. Wir verhalten uns doch auch anständig. Wenn du ein Problem mit uns hast, habe ich schon mal gesagt, sollen wir uns anrufen. Ja, ich finde das unmöglich, wirklich. Ne? Hier. Also echt, ne? Oder was ich unglaublich finde, sich vor der Werkstatt zu setzen, Meinung über WCS. Stell mal vor, ich nehme jetzt einen Stuhl, ich setze mich draußen hin, Meinung über GNS oder Meinung über den, das ist doch echt, das ist doch hier. Immer diese Seitenhiebe. Soll sein Zeug machen, wir machen unser Zeug, ich sage nichts, andere Kollegen, die machen neue Antennen, die machen das, alles gut, gucke ich mir an. Gibt es keine Diskussion von uns, aber immer dieses von der Seite. Andere, bei uns kriegt man das umsonst, bei anderen kriegt man ein Teddybärchen und die stellen wir dem Kühlschrank. Das geht doch ein Scheißdreck an. Also echt unglaublich. Nee, vergessen, da gibt nicht nur Teddy, guck mal, gibt auch eine Fußmatte. Gibt es auch eine Fußmatte? Hat er vergessen, kann er im nächsten Video sagen. Ja, ach komm, ich muss über sowas, also er hat irgendwie Probleme, ich weiß nicht, ne? Wisst ihr, wir machen ja jetzt hier über unseren Booster Knöpfchen drücken, Starthilfe, hat er jetzt auf Starthilfe, siehst du, machen wir da gute Sachen, gucken uns da auf die Finger, ist doch schön. So, Ladebooster, Wechselrichter, Solar, der kriegt auch einen Haufen Zeug hier. Da auch Ladebooster, ich sehe das immer, wenn die unterm Auto liegen. In die Autos schräg stehen und ich weiß nicht, was der alle kriegt hier. Was macht der hier? Wir suchen uns gerade einen Weg vom Dach da rein. Für Solar? Für den Dachfenster? Ja. Ja, da boah, ist das aber nicht von uns, egal. Ja, nee, ist nicht von uns, aber das ist von... Deswegen, wir müssen ja ein bisschen aufpassen da. Ne? Ja, aber da müsst ihr irgendwie durchkommen, da liegt 12 Volt, ne? Das ist kein Thema. So sieht das halt aus. Nein, man muss miteinander auskommen. Darum sage ich immer, wenn irgendeinem was nicht passt, kann er mich gerne kontaktieren. Aber einfach die Schnauze halten und nicht immer dieses Sticheln und dieses Aufhetzen. Ja, mache ich einen Film von einem Ladebooster. Zweimal, das ist doch mein gutes Recht. Anderen Tag steht drin, da geht wieder los. Ja, was geht wieder los? Kann er da eine Antwort drauf geben? Also er schießt sich selber im Bein. Das haben mir 1000 Kunden gesagt, wie viele Leute mich allein deswegen angerufen haben. Wie viele mich nur angerufen haben deswegen, ja. Man kann sich mit sowas auch ganz schön selber schädigen. Wir müssen alle miteinander vernünftig auskommen. Ich gucke mir andere Sachen an, der macht das und da ist Ruhe. Da rede ich in kein Video drüber, da gebe ich keine Seitenhiebe. Aber so langsam geht dann das wirklich auf die Eier, auf Deutsch gesagt. Ne? So sieht's halt aus. Was hast du, eine Fliege? Ja, die ist bei der Linse rumgeflogen. Ja. Ja, ihr seht ja, hier ist wieder Pickepacke voll, Grube ist voll. Hinten kommt jetzt das nächste Auto rein, der kriegt eine Kombi. Also wir haben schon richtig was zu tun. Und wie gesagt, ne, man muss vernünftig in Frieden auskommen. Und ich habe zum 5. Mal gesagt, wenn er irgendein Problem hat, soll er mich anrufen. Soll er mir sagen, wo sein Problem liegt. So geht das auf Dauer nicht weiter. So, liebe Camper, das war das Wort zum Montag. Ja, wir blenden euch gleich nochmal ein. Ich war ja auch beim Mika in Dinkelsbühl. Schöne, schöne, kleine, schnuckelige Werkstatt. Einfach schön. Schönen Laden dabei und,
war echt ein schöner Betrieb. Machen auch sehr, sehr gutes Zeug. Ne? Ich habe mir da ein bisschen angeschaut und war richtig schön. Also die Mühe haben wir uns gemacht. Ich wollte noch weiterfahren. Der nächste Händler ist Caravan Gerner. Gut Bier, wie die Händler alle heißen. Ich habe sie nicht alle in die Birne. Und da wollte ich mal überall guten Tag sagen. Und so sieht es halt aus. Ne? Das war keine schöne Woche. Ne? So, liebe Camper, das war's. Und morgen zeigen wir euch mal unseren neuen Batteriecomputer. Wir haben einen ganz neuen Batteriecomputer. Und das machen wir morgen, Philipp. Dann zeigen wir das Gerät mal. Weil unheimlich viele Kunden einfach sagen, die möchten die App nicht, die wollen wieder einen Batteriecomputer. Und diese runde Eieruhr, das hat alles jahrelang gut funktioniert, ist auch nicht schlecht, aber ist nicht mehr zeitgemäß, kann man nicht mehr einbauen. Und da haben wir uns auf die Suche gemacht, da haben wir uns mit einer Firma zusammengetan, die einen ganz, ganz, ganz tollen Batteriecomputer für uns mitgemacht hat. Also ganz große Klasse. Und den zeigen wir dann morgen mal. So, Daumen hoch. Ich habe fast 20 Jahre am Markt. Frag doch mal, wie lange die anderen Firmen da sind oder Firma da sind. Frag mal, wie lange? Ein Jahr? Zwei Jahre? Zweieinhalb Jahre? Ja, und darum ärgert einen das schon maßlos, diese Rumstichelei. Ich mache das nicht. Egal, was der macht, würde nie kommen hier von dem. Ja, und ich finde ja schön, dass man von uns Sachen schön findet, wenn wir den automatischen Motorstart machen. Finde ich ja schön, dass andere sich das abgucken und da Interesse dran haben. Sollen sie auch machen, ist auch alles gut, ist auch alles konform. Aber ich würde nie darüber irgendwie, schaut euch die ganzen Videos an, da könnt ihr von mir so ein halbes Jahr lang runtergucken. Von uns kommt da gar nichts. Es gibt Firmen, die müssen, er hat irgendwo ein Problem. Wo das liegt, weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Ja, liebe Camper, so sieht das halt aus. Wir werden jetzt sehen, dass wir die nächsten 4-5 Wochen hier richtig gut durchkommen, weil wir haben sehr viel Arbeit. So, Daumen hoch. Und bleibt mir vor allen Dingen gesund. Aber gut, Grippe ist ja jetzt im Augenblick großes Thema. Ja, liebe Camper, was haben wir jetzt? 1 Uhr, Mittwoch 1 Uhr. Und jetzt gehe ich den Newcomer überraschen. Ich will mal gucken, ob der auch arbeitet. Der kann viel erzählen, aber da will ich mich von überzeugen. Alles kaputt. Auto ist total schade. Aber das Kabel erkenne ich. Da müssen Solarmodule vom WCS sein. Ich erkenne mein Kabel. Warum sind die Kinder drin geblieben? Die würden jetzt einkaufen. Hey, du. Hallo. Ja, der erzählt immer so viel. Ich denke, hey mein Junge, alles gut? Ja, ihr habt das ja einfach richtig schön. Ja, ich habe gerade zu meiner Frau gesagt, ne? Zeit wird hier nie raus. Also nie weiß, was in dem kommt. Das ist klein, das ist fein. Ja, aber wir kommen manchmal ja. Auf unsere Grenzen. Das sicher. Problem. Weil vom Platz her steht halt maximal 2 Wohnmobile rein. Und wenn dann mal ein dritter Fall dazwischen kommt, dann habe ich halt schon ein Problem. Ja, das Problem, wo wir sehen, ich sage immer, im Sommer habe ich immer 500 oder 800 Quadratmeter mehr. Weil die Jungs, genau. Die streiten sich, weil wenn das Auto vor der Halle steht, oder steht bei uns oben, weißt du, am Parkplatz, die streiten sich, die nehmen ihr Werkzeugwagen, die wollen raus. Wunderbar. Und im Winter, wenn wir zum Beispiel die ganzen Anlieferungen kommen, so auf Freitags, dann fahre ich alles hintereinander, sonst müssen wir montags kratzen.
und dann die Eisblöcke in der Halle, die ganze Halle bricht dermaßen.